Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede des Auferstandenen sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zu einer sehr außergewöhnlichen Form eines Gottesdienstes. Wir erleben gerade Zeiten, wo wir die Gemeinde vermissen, wo wir Gemeinschaft vermissen. Gerade jetzt auch an Ostern haben viele die großen feierlichen Gottesdienste schmerzlich vermisst. Aber diese Situation hat auch viel Kreativität ausgelöst. Unter anderem dieses kreative Angebot heute Abend. Und es wird uns durch die Osterzeit begleiten. Menschen aus unserem Bistum, aus ganz unterschiedlichen Zusammenhängen und Berufen, haben eine virtuelle, eine digitale Vesper, ein Abendlob zusammengestellt. Und ich lade Sie ein, dieses Lob immer wieder anzuschauen und vielleicht einzelne Elemente neu zu entdecken, die Ihnen beim Beten helfen und die Ihnen Hoffnung geben in dieser österlichen Zeit. Ich begrüße Sie sehr herzlich und ich danke jetzt schon allen, die sich an diesem Abendgebet beteiligen und die mitgemacht haben und Ideen entwickelt haben. Stellen wir uns ganz bewusst in Gottes Gegenwart.
Trost. Wir hören eine Lesung aus dem ersten Korintherbrief. Ich erinnere euch, Brüder und Schwestern, an das Evangelium, das ich euch verkündet habe. Ihr habt es angenommen, es ist der Grund, auf dem ihr steht. Durch dieses Evangelium werdet ihr gerettet, wenn ihr an dem Wortlaut festhaltet, den ich euch verkündet habe. Oder habt ihr den Glauben vielleicht unüberlegt angenommen? Denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben gemäß der Schrift und ist begraben worden. Er ist am dritten Tag auferweckt worden gemäß der Schrift und erschien dem Kephas, dann dem Zwölf. Thank you.
Liebe Schwestern, liebe Brüder, wir haben einen der ältesten Ostertexte aus dem Neuen Testament gehört. Paulus berichtet von dem, was er empfangen hat, was überliefert wurde. Und dazu gehört, dass Paulus erfahren hat von glaubwürdigen Zeuginnen und Zeugen, dass Christus erschienen ist, dass der Auferstandene lebt und sich seinen Freundinnen und Freunden gezeigt hat. Paulus selber hat ihn ja auch gesehen auf dem Weg nach Damaskus. Jesus lebt. Von solchen Begegnungen erzählen manche Ostergeschichten. Und es sind eindrückliche Geschichten, weil sie Glaubenswege zeigen, Glaubenserfahrungen, die nicht nur damals vor 2000 Jahren für glaubende Menschen interessant waren, sondern auch für uns heute etwas zu sagen haben. Eine Ostergeschichte, die gerade in diese Zeit passt, meine ich, ist die Erzählung davon, wie die Jünger hinter verschlossenen Türen sitzen, ängstlich, und Jesus kommt durch die verschlossene Tür zu ihnen. Wie viele Menschen sitzen heute und wahrscheinlich auch noch in den kommenden Wochen allein oder mit wenigen Menschen hinter verschlossenen Türen, ängstlich, vielleicht auch manchmal aggressiv oder mit einer etwas unsicheren Perspektive? Menschen hinter verschlossenen Türen, die nicht daran glauben können, dass es eine Zukunft gibt, eine Perspektive oder zumindest große Fragezeichen haben. Was gibt uns denn jetzt eigentlich oder wer gibt uns denn jetzt eigentlich Hoffnung in dieser Situation? Und dann erzählt das Evangelium, wie Jesus durch die verschlossenen Türen kommt und die Jünger anspricht. Und da die große Botschaft, die wir an Ostern immer wieder hören, fürchtet euch nicht. Schaut, ich bin es selbst. Ich bin da. Und dieser Jesus hat die Kraft, hat die Möglichkeit, durch verschlossene Türen zu gehen. Diese Türen aufzumachen, diese Türen aufzubrechen und mehr noch als sozusagen die Türen der Wohnung, die Menschen einschließen, den offenen Blick, das offene Herz auf das, was kommt. Mit diesem Auferstandenen haben Menschen eine Perspektive. Das war eine der ganz, ganz großen Erfahrungen dieser Christusbegegnungen. Und dann ist ja dieser Thomas, der nicht glauben kann, der seinen Apostelkollegen sagt, er tischt mir ein Märchen auf. Das mag auch mancher denken, der unsere Ostertexte hört, aber Thomas erlebt, wie er Jesus berühren kann. Es ist kein Gespenst, es ist keine Erfindung der Jünger, die sich irgendeinen billigen Trost gesucht haben. Er ist es selbst, der in diesen verschlossenen Raum kommt und Türen öffnet. Und Menschen eine Perspektive gibt für das weitere Leben. Und Thomas lernt Glauben, mein Herr und mein Gott, so wird er dann bekennen. Er hat selber erfahren, wie es ist, dass dieser Jesus lebt. Eine Begegnungsgeschichte, die Paulus wohl im Hinterkopf hat, wenn er von der Grundlage spricht, die er selber empfangen hat. Es gibt eine zweite Begegnungsgeschichte, die ebenfalls immer wieder viele Menschen berührt. Zwei Jünger sind enttäuscht auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, weil sie für sich eine neue Zukunft suchen. Sie gehen und unterhalten sich, was es wohl mit diesem Jesus auf sich hat. Dann geht plötzlich jemand neben ihnen und er unterhält sich mit ihnen und er kommt ins Gespräch und er fragt, worüber redet ihr? Und sie sagen, wir reden über die großen Enttäuschungen unseres Lebens, über das, was jetzt kaputt ist. Und dieser Jesus geht mit und dieser Jesus geht dann mit ihnen ins Gasthaus, er nimmt Brot, teilt das Brot und gibt es ihnen und in diesem Augenblick erkennen sie, dass er da ist. Liebe Schwestern, liebe Brüder, es werden auch wieder Zeiten kommen, wo wir uns alle, die wollen, zur Eucharistie versammeln und wo uns auch wieder diese Augen geöffnet werden, dass er da ist, wenn er das Brot bricht und an uns austeilt. Jetzt sind wir im Moment in der Zeit, wo wir die Wege gehen mit gehaltenen Augen, so heißt es in dem Evangelientext. Wir sehen, erkennen ihn nicht. Und welchen Weg will er uns führen? Wir werden diesen Weg mit ihm gehen, aber er geht mit. Und am Ende wird er es sein, der das Brot bricht und uns das Brot teilt. Ich wünsche Ihnen, ich wünsche uns allen, dass Sie auch in dieser Zeit des Verzichts, auch des Unterwegsseins, des Eingeschlossenseins in Räume, die Erfahrung machen, dass
am Ende das Herz brennt, so heißt es in dieser letzten Geschichte. Das Herz brennt, weil wir erfahren, dass er bei uns ist. Er verlässt uns nicht, er geht mit uns, er durchbricht die Türen. Diese Erfahrung, diese österliche Erfahrung wünsche ich Ihnen nicht nur heute an diesem Abend, sondern die ganzen Tage der Osterzeit und eigentlich auch ein Leben lang. Gott segne Sie, der Auferstandene segne Sie. Christus, du bist als Auferstandener in unserer Mitte. Wir sind miteinander im Gebet verbunden. Wir tragen aus den verschiedenen Regionen des Bistums unsere Bitten zu dir. Bleibe bei uns allen mit deinem Trost und deiner Treue, mit deinem Wort und deinen Verheißungen. Bleib bei deinen Gemeinden, die dich als ihren österlichen Herrn bekennen und in diesem Jahr auf die hilfreiche Gottesdienstgemeinschaft verzichten müssen. Bleibe bei uns, wenn unser Glaube schwankt und unsere Hoffnung müde wird. Bleibe bei allen Helfern, die sich in der Corona-Krise
bis zur eigenen Erschöpfung einsetzen. Bleibe bei den Einsamen, die gerade in Krisenzeiten menschliche Kontakte schmerzlich vermissen. Bleibe bei uns am Abend des Tages, am Abend des Lebens, am Abend der Welt. Bleibe bei unseren Sterbenden und begleite sie auf ihrem letzten Weg. Herr Jesus Christus, du erhörst unsere Bitten. Du kommst durch verschlossene Türen und du gehst unsere Wege mit. Du hast uns ein Gebet gelehrt, das uns alle im Glauben verbindet. Dieses Vaterunser wollen wir nun gemeinsam beten. Thank you.
Allmächtiger, ewiger Gott, am heutigen Tag hast du durch deinen Sohn den Tod besiegt und uns den Zugang zum ewigen Leben erschlossen. Darum begehen wir in Freude das Fest seiner Auferstehung. Schaffe uns neu durch deinen Geist, damit auch wir auferstehen und im Licht des Lebens wandeln. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, mit dem Segen Gottes wollen wir dieses Gebet beenden. Und dieser Segen möge Sie, möge alle Menschen stärken und schützen, die in diesen Tagen besonders diesen Segen brauchen und die Nähe Gottes. Der Herr sei mit euch. Der allmächtige Gott hat uns durch die Auferstehung seines Sohnes aus Sünde und Tod befreit. Er segne euch und schenke euch seine Freude. Und Christus, mit dem wir auferstanden sind durch den Glauben, bewahre in euch die Gabe der Erlösung. Gott hat uns in der Taufe angenommen als Kinder seiner Gnade. Er schenke euch das verheißene Erbe. Und das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.